Hallo Leute und willkommen zu einem neuen Video. Nicht wundern, ich habe etwas Creme im Gesicht, weil, ja. Realität. Genau, das ist einfach die Realität. Ich mache das immer auf meine Pickel oder Unreinheiten. Es ist jetzt Viertel acht. Wir essen jetzt unser Porridge jeden Tag. Das Rezept findet ihr in der Videobeschreibung. Und dann gehen wir erstmal eine Runde spazieren, werden vielleicht noch einen Kaffee trinken. Und dann geht es ins Fitnessstudio für uns. Heute steht sehr viel an, ein Busy Day. Und am Abend sind wir auf jeden Fall dann getrennt ab der zweiten Hälfte des Tages. Und dann können wir auch noch mal ein bisschen darüber reden, was ich denn so alleine mache und was Maria eigentlich gerade macht. Genau, also ich würde sagen, jetzt gibt es ein leckeres Porridge. Und wir wünschen euch ganz viel Spaß bei diesem Video. Ja, lasst gerne einen Daumen nach oben da, wenn ihr mehr Bock habt auf Einblicke in unser Leben. Wir zeigen hier nämlich sehr viel Realität und unser Ziel ist es einfach, euch nichts vorzumachen. Let's go. Nach dem Frühstück ging es für uns erstmal eine Runde spazieren. Normalerweise machen wir das eher erst gegen Mittag rum, aber dass heute zeitlich nicht anders reingepasst hätte, war es uns wichtig, trotzdem an die frische Luft zu gehen, denn das nehmen wir uns wirklich jeden Tag vor, denn an der frischen Luft geht es uns einfach viel besser und wir können total gut abschalten. Denn danach ging es für uns erstmal ins Fitnessstudio. Wir waren echt mega motiviert und waren auch mental total ready fürs Training. Wir hatten ultra viel Energie, da wir uns gerade in der Follikelphase befinden. Und es ist die Phase nach der Periode und da haben wir halt wirklich sehr viel Energie. Es hat extrem viel Spaß gemacht. Unser Fokus liegt aktuell mehr auf das Training mit dem eigenen Körpergewicht. Also ihr seht ja, welche Übungen wir hier machen. Das sind also nicht die klassischen Übungen an den Geräten am Fitnessstudio, sondern mehr eher so Kraft-Ausdauerübungen. Weil das macht uns sehr viel Spaß, bringt uns an unsere Grenzen und wir können einfach mehr Skills lernen. Also wir können mehr lernen, mit unserem eigenen Körpergewicht Dinge zu machen. Wir sind einfach gerade an dem Punkt, wo uns das stumpfe Pumpen nicht so viel Spaß macht wie das Training mit dem eigenen Körpergewicht. Denn so können wir uns selbst Ziele setzen intern und das sind einfach nicht Ziele wie ein gewisses Gewicht, sondern einfach Ziele wie mehr Wiederholungen schaffen, länger Seil springen, mehr Wiederholungen dort zu machen. Und das ist einfach mega cool und macht uns gerade sehr, sehr viel Spaß. Danach waren wir noch duschen, haben uns eine neue Frisur gemacht, haben uns fresh gemacht. Das Training war auf jeden Fall eine glatte 10 von 10, denn es war das erste Training seit langem, wo wir beide mal wieder richtig reingekommen sind. Leute, wir sind back und fahren jetzt nach Hause, drehen noch was ab und dann geht es aber auch schon wieder los mit dem Auto, denn wir haben unseren Wimperntermin in der Stadt. Ich habe mich schon so lange darauf gefreut, weil der letzte war jetzt schon 5 Wochen her und die Wimpern, ihr seht, die sind nicht mehr wirklich dicht und haben auf jeden Fall Bedarf und wir fühlen uns damit einfach mal ein bisschen wohler. Auch wenn es jetzt nicht zu, wir wollen es nicht zu unnatürlich haben, aber so ein bisschen kann man ruhig haben. Leute, das Beste sind doch einfach saure Gurken mit Senf. Es gibt nichts Besseres. Schreibt es mal in die Kommentare, Team saure Gurken. Ja, schreibt Hashtag Team Saure Gurken. Die sind geil, die sind mit Honig, können wir sehr, sehr empfehlen. Und knackig, ja. Für uns ging es dann in die Stadt zu unserem Wimperntermin, denn wir mussten mal wieder unsere Wimpern auffüllen lassen. Und wir genießen die Zeit dort wirklich, weil wir schlafen dort ein und es ist einfach super entspannt. Wir hören uns Podcast und meistens schlafen wir einfach bei dem Podcast ein. Aber es ist so cool und wir sind sehr zufrieden mit dem Ergebnis. So Leute, ich bin jetzt back zu Hause. Maria ist jetzt woanders. Wo genau, das können wir euch leider noch nicht verraten, aber ihr werdet es auf jeden Fall in den nächsten Wochen oder Monaten erfahren. Es wird auf jeden Fall sehr, sehr heftig. Also es ist ein sehr, sehr wichtiger Termin, wo sie jetzt gerade ist. Jetzt 16.44 Uhr. Ich bin jetzt auch den ganzen Abend alleine. Dementsprechend sind wir jetzt ganz alleine, Leute. Ihr wisst Bescheid, was jetzt abgeht. Ich wollte einfach nochmal ein paar Worte zum Training verlieren. Denn ich habe ja bereits schon erwähnt, dass es sehr, sehr gut lief. Also wir hatten total viel Energie und wir waren mental total ready. Manchmal habe ich es nämlich so, dass ich mir denke, oh nee, eigentlich, ich habe jetzt irgendwie gar nicht das Gefühl oder die Lust, mich anzustrengen. Aber diesmal war das extrem da. Also wir hatten beide richtig Bock. Also es kam dann auf jeden Fall. Wir hatten Energie. Es war einfach gut. Und wir sind nämlich gerade beide in der Follikelphase, also das ist eine Zyklusphase, so die sozusagen nach der Periode mitunter
stattfindet. Und in der Phase hat man halt sehr viel Energie. Also wir konnten richtig 110% geben, hatten Power. Und es gibt genauso gut Zyklusphasen, wo man weniger Energie hat. Zum Beispiel im inneren Winter, da ist man eher so zurückgekehrt. Das ist so die Zeit so ein bisschen so vor der Periode. Da hat man halt weniger Energie. Und dann ist es auch vollkommen okay zu sagen, okay, ich kann jetzt nicht 110% geben oder 100%, sondern nur 70%. Oder ich schaff's einfach nicht, mir geht so schlecht, ich kann jetzt nicht zum Training. Verwechselt das noch nicht mit der Motivation. Also ein bisschen Disziplin gehört natürlich auch mit dazu. Aber man kann ja nicht immer alles geben. Und man hat dann halt immer ein schlechteres Training, aber es ist immer noch besser als gar kein Training. Und das wollte ich einmal nochmal sagen. Nicht jedes Training läuft so gut. Ich habe jetzt in letzter Zeit so oft Trainings gehabt, die sehr schlecht liefen, weil ich war ja immer krank, hatte die OP und so weiter. Und ich muss jetzt erstmal wieder reinkommen, weil in der letzten Woche hatten wir Trainingslager, davor waren wir im Urlaub und davor war ich krank. Und also es ist eigentlich bei mir alles durcheinander. Deswegen fange ich jetzt gerade eigentlich erst an, wieder richtig reinzukommen. Und falls ihr es auch noch nicht wisst, wir trainieren auch gar nicht mehr so ganz wie früher, dass wir sagen, okay, wir machen jetzt 3-4 Mal die Woche Kraftsport im Fitnessstudio an den Geräten, sondern wie jetzt in diesem Training mehr mit dem eigenen Körpergewicht, denn das ist einfach unser Ziel, dass wir ein paar Skills lernen, anstatt nur dieses stumpfe Pumpen. Wir gehen trotzdem 1-2 Mal die Woche ins Fitnessstudio und trainieren dort Krafttraining, aber wir priorisieren uns auf jeden Fall mehr an diesen Übungen mit dem eigenen Körpergewicht. Denn es macht total viel Spaß und wir mögen es auch so ein bisschen, unsere Kondition zu trainieren, denn das wollen wir auch. Also wir wollen so ein bisschen Kraftausdauer trainieren und gar nicht mehr diesen Muskelaufbau, weil wir haben jetzt nicht das Ziel, mehr Muskulatur aufzubauen, sondern einfach eher die Muskulatur einzusetzen. Weil wir sind gar nicht so stark, wie man vielleicht denkt. Ich meine, wir haben schon Kraft, aber trotzdem mit dem eigenen Körpergewicht noch was zu machen, das ist doch nochmal was anderes. Deswegen ist das aktuell unser Ziel. Genau, ich bin jetzt auf jeden Fall zu Hause und habe jetzt noch ein paar Sachen zu erledigen am Handy. Und dann werde ich auf jeden Fall noch Klavier üben. Morgen haben wir nämlich Klavierunterricht und ich werde noch an mein Buch weiterschreiben und mir einen entspannten Abend machen, irgendwas kochen, die Zeit mal alleine genießen oder Maria oder mein Partner einfach mal Me-Time. Ich könnte mich zwar jetzt mit Freunden treffen, aber irgendwie habe ich immer die Wahl zwischen, treffe ich jetzt Freunde oder nutze ich die Zeit für mich selbst. Und da wir die letzten Jahre irgendwie die Me-Time so ein bisschen vernachlässigt haben und immer nur gearbeitet haben und im Stress waren, merke ich jetzt einfach, wie ich das brauche und das auch genieße. Dementsprechend sage ich, okay, ich nutze die Zeit für mich selbst, für die Self-Care, anstatt jetzt irgendwie eine andere Verabredung zu suchen, dann bin ich lieber mal für mich und nicht so unter Menschen. Aber Leute, vergesst die Self-Care nicht, denn das ist sehr, sehr wichtig für ein gesundes Leben, für einen gesunden Zyklus. Die Heizung, die meldet sich gelegentlich mal. Ja, ich merke einfach, wie ich total energiegeladen bin. Also ich spüre dich mal so richtig diese Zyklusphase. Das macht Bock auf jeden Fall. Auf jeden Fall sind die Wimpern jetzt fresh. Ja, ich würde sagen, ich mache mal spannend die Arbeit und laber nicht so lange. Mit der Tomatensoße und noch ein bisschen Ei dazu.
Ja, ganz entspannt, Leute. Ich gebe mir sogar mal Mühe und schiele die Mann. Das mache ich nämlich sonst nicht. Aber daran sollte man sich kein Beispiel nehmen. Beste Leben, Möhre mit Senf. Irgendwie, ich bin wieder so auf Senftrip. Ich bin gerade dabei, an meinem Buch weit zu schreiben. Das ist jetzt alles so, das könnt ihr euch eigentlich alles wegdenken. Und ich bin schon bei 124 Seiten. Es wird langsam, Leute. Ich habe vielleicht schon ein Drittel geschafft, würde ich sagen. Läuft. So, Leute, und wir beenden jetzt dieses Video gemeinsam. So kann sozusagen ein Tag von uns aussehen. Jetzt haben wir übrigens den nächsten Morgen frühstücken jetzt unsere Haferflocken wieder. Und genau, heute steht auch wieder viel an, aber das seht ihr vielleicht in einem anderen Video. Lasst gerne einen Daumen nach oben, wenn euch das Video gefallen hat. Schaut bei Instagram und TikTok vorbei, da seht ihr täglich unseren Alltag. Und genau, das war's. Ciao!